Wir starten in Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt verdienen rund 280.000 Menschen ihr Geld. Hier bin ich heute mit gleich drei Menschen verabredet, die mir verraten, was sie verdienen. Also los geht unser Gehalts-Speed-Dating. Mein erster Halt, die Dresdner Verkehrsbetriebe. Hallo, Stefan Uhl, grüße Sie. Hallo, Mike Zeuger. Mit Ihnen dürfen wir heute Straßenbahn fahren, ja? Genau, und wir müssen uns auch beeilen, in 6 Minuten kommt die Straßenbahn. Also schnell los, pünktlich zum Schichtwechsel muss auch Mike Zeuge parat stehen. So, da kommt Ihr Arbeitsgerät. Jawohl. Und Sie übernehmen jetzt die Bahn, ja? Ich übernehme. Oh, ich sehe schon, hier ist der Bereich, wo man sonst nicht reinkommt als Fahrgast, ne? Genau. Was passiert mit Ihnen in dem Moment, wo Sie hier Platz nehmen? Schlägt mein Herz schon schneller. Das macht so viel Spaß, so viel Laune. Aber ist es auch finanziell die große Liebe? Können Sie so beim Daumen sagen, wie viel Sie sich so zurücklegen können im Monat für Urlaub oder sonstige Ausgaben? Ja, das sind schon so 200, 250, 300 Euro, so sind das schon. Was genau er verdient, verrät er uns später. Vor der Abfahrt muss er erstmal die Bahn checken. Überraschende Erkenntnis, das Ding fährt mit Sand. Was für ein Sand? Ja, die Straßenbahn braucht Sand zum Anfahren. Und natürlich zum Bremsen. Warum haben Sie für sich entschieden, fährt jetzt Straßenbahnfahrer? Das war eigentlich reiner Zufall. Ich war auf dem Nachhauseweg von meinem vorhergehenden Arbeitgeber und habe hier im Fahrgastfernsehen gesehen, dass Quereinsteiger gesucht werden. Und ja, habe dann für mich entschieden, das wäre das, was ich machen möchte. Habe es probiert, habe mich beworben und jetzt bin ich hier. Was haben Sie vorher gemacht? Ich war vorher in einem Sanitätshaus im Außendienst. Wissen Sie noch, was Sie da in einem Sanitätshaus verdient haben? Das waren ca. 1600 brutto. Ein Gehalt, das heute dank des Mindestlohns in Vollzeit gar nicht möglich wäre. Die Umschulung ging schnell. So ein Straßenbahnführerschein dauert gerade mal 6 Wochen. Wie fährt man so eine Straßenbahn? Ja, mit der linken Hand. Einfach vor und zurück. Ein Lenkrad gibt's logischerweise nicht. Jetzt müssen Sie pünktlich los, ja? Ich musste zum Postplatz. Kommen wir daran vorbei? Da kommen wir vorbei. So, auf geht's. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, gilt natürlich auch für mich. Aber Mike Zeuge erklärt auch ohne Fragen ein bisschen. Wichtig ist bei Einfahrt in die Haltestelle, dass man eben die Leute beobachtet, die an der Haltestelle stehen, dass nie jemand aus Versehen einen Schritt nach vorne macht. Mike Zeuge bringt uns sicher in die Dresdner Innenstadt, wo ich die entscheidende Frage stelle. Wie viel verdienen Sie monatlich brutto? Ich verdiene als Straßenbahnfahrer 3.184 Euro. Und was würden Sie sagen, Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10? 11. 11? Wirklich, ja? Absolut zufrieden. Für mich kommt nichts anderes mehr in Frage. Alles klar. Herzlichen Dank. Ich gehe zum nächsten Termin. Dankeschön und gute Fahrt. Alles, ne? Gute. Tschö. Auch für uns geht's mit Speed zum nächsten Jobdate. Das Ziel, eine Filiale der umsatzstärksten Drogeriemarktkette Deutschlands. Hier arbeitet sie. Hi, mein Name ist Shell Missler, ich bin 20 Jahre alt und ich arbeite in einer Dresdner DM-Filiale. Als Drogistin verdient man bei DM Vollzeit 3.000 Euro brutto. Mit Joelle Missler verdienen insgesamt über 51.000 Menschen ihr Geld bei DM. Die Drogeriemarktkette hat über 2.100 Filialen allein in Deutschland. Jahresumsatz rund 11,4 Milliarden Euro. Hallo! Wir dürfen Ihnen heute ein bisschen über die Schulter schauen. Ja. Ne? Was ist der Plan für heute? Genau, also wir werden jetzt erstmal ein bisschen Ware verräumen, damit die Regale voll sind. Die 20-Jährige arbeitet heute dort, wo sie früher selbst oft stundenlang eingekauft hat. Heute hat sie hier einen straff getakteten Arbeitstag. Da kommt mal ein Expressauftrag rein, dann klingelt dort die Kasse. Dann haben wir hier die Kunden, aber man lernt das auch alles mit der Zeit. Joelle Missler ist vor allem für die Haarabteilung verantwortlich. Wichtig, alles muss akkurat angeordnet sein, halt nicht so wie bei mir. Also einfach immer vorziehen, dass, genau, dass hier, da keine Lücke ist. Ja? Genau, hier liegt auch eine Flasche, das ist auch nicht so cool. Joelle Missler ist gelernte Drogistin. Dank ihrer 2,5-jährigen Ausbildung weiß sie zum Beispiel fast alles zu den Inhaltsstoffen des Sortiments. Also ich kann mich jetzt Sonnenmilch beraten lassen, Sie können mir aber auch beim Waschmittel weiterhelfen. Ja, und selbst wenn ich mal was nicht weiß, habe ich mein cooles Arbeitstelefon und da kann ich auch noch mal alles nachschlagen. Und wie sind die Aufstiegschancen? Also ich habe letztes Jahr meine Ausbildung zur Drogistin abgeschlossen. Da kam ganz schnell der Gedanke auf, ob ich nicht auch Ausbilder sein möchte. Und deswegen mache ich gerade aktuell meinen Ausbilderschein. Und vielleicht kann ich auch irgendwann mal noch Filialleitung werden. Und was sie dann verdienen könnte, verrät uns der DM-Geschäftsführer im Bereich Mitarbeiter, Christian Harms. Wenn man jetzt unterstellt, sie bliebe geografisch, wo sie ist, dann wird sich das schon roundabout Richtung 65.000, 70.000 Euro im Jahr dann auch entwickeln können. Auch jetzt trägt Joelle schon ordentlich Verantwortung. Vor allem, wenn sie an der Kasse sitzt. 5,20 Euro sind es. 8,05 Euro und 3,45 Euro.
Wenn die Kasse heute Abend nicht stimmt, geht das dann von Ihrem Gehalt ab? Das geht nicht von meinem Gehalt ab. Es passiert immer mal, dass man einen 5-Euro-Schein irgendwie nicht richtig gegriffen hat. Wie gut kommen Sie mit dem Geld für sich selber klar? Also ich komme sehr gut mit meinem Gehalt klar für meine Lebensumstände. Ich habe auch eine eigene Wohnung mit meiner Katze zusammen und für uns reicht's. Vielen Dank für den super spannenden Einblick. Danke. Bis weiter zum nächsten Job. Tschüssi, viel Ciao. Spaß. Frohes Schaffen. Weiter geht's mit einer Branche, in der immer Arbeitskräfte gesucht werden. Die Gastro. Hallo. Na, schon fleißig bei der Arbeit? Na klar. Ja, wie lange schon heute? Seit um 10. Da haben wir noch an der Straßenbahn gesessen. Heute ist ja ein traumhafter das Tag. Das stimmt, ja. Für die Leute, die hier zu Besuch sind. Ist das auch ein traumhafter Tag, wenn man im Service arbeitet? Wenn die Sonne scheint, dann sind die Menschen alle gut gelaunt. Dann macht das alleine auch noch viel mehr Spaß. Soll ich es mal nehmen, oder? Wenn du es versuchen möchtest. Na ja, zwei Gläser betreut, das traue ich mir noch eben zu. Betreutes Kellnern hier, ne? Ja. Mal schauen, wie die Gäste heute so drauf sind. So, es hat heute ein bisschen länger gedauert. Okay. Lag aber ausschließlich an mir. Rosé? Ja. Ja. Danke. Wenn irgendwie mal was fehlt, wie ist so die Erfahrung? Sind die Leute manchmal auch schnell ungehalten? Also braucht man auch ein dickes Fell in der Gastro? Ja, also ab und zu schon. Einige Menschen haben mal einen schlechten Tag gehabt oder sind mal generell schlecht drauf und dann lassen sie es vielleicht mal an anderen Leuten raus. Aber größtenteils sind eigentlich immer alle nett. Essen ist fertig. Ja. Wollen Sie einen Teller selber nehmen? Ja, sehr gerne. Da ist jetzt schon Geschwindigkeit gefragt, weil keiner will kaltes Essen, ne? Das ist richtig, ja. Falafeln? Ja, bei dir. Wie, sind für Sie? Okay. Wie ist das mit Gastronomie? Wäre das auch ein Job für Sie? Kein Fall. Warum? Was geht dir da durch den Kopf? Die Arbeitszeiten. Arbeiten am Wochenende und feiertags ist halt nicht für jeden was. So richtig langweilig wird es nicht an so einem Tag hier, ne? Nein, das stimmt. Immer was zu tun. Und die Bezahlung pro Stunde gerade so über dem Mindestlohn. Sie würden gerne bezahlen. Mindestlohn in Deutschland aktuell 12,41 Euro, genau. Und hier sind es 12,50 Euro die Stunde. Wenn Sie jetzt hören, in der Gastro 12,50 Euro, ja. Was denken Sie? Zu wenig. Ich hatte tatsächlich gedacht 15 bis 17 Euro. Angelina sagt, sie arbeitet gerne im Service. Das sei ihr wichtiger als viel Geld. Auf wie viel kommt man hier im Monat? Also so rund ungefähr 2200 brutto. In Vollzeit. Kommen Sie immer auf diese vollen Stunden oder wie ist das in der Realität? Im Sommer ist natürlich mehr los. Da kann es auch sein, man verdient mal mehr, wenn man mehr Stunden geht. Oder im Winter, wo halt weniger los ist, sind wir auch weniger arbeiten. Da hat man halt immer ein gewisses Risiko damit. Aber auch eine zusätzliche Einnahmequelle. Wie viel Trinkgeld kommt so obendrauf ungefähr? So von 200 Euro bis zu 500 Euro kann man da im Monat schon machen. Auf jeden Fall ein schöner Abschluss von unserem Tag hier in Dresden. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. Und ich lasse Sie noch ein bisschen weiterarbeiten. Wie lange noch? Ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde. Okay, also fast Feierabend. Genau. Okay, wir auch. Ciao. Tschüssi. So, dann sind wir durch mit unserem Gehalts-Speed-Dating in Dresden. Drei Jobs an einem Tag, drei Gehälter an einem Tag. Wie war es für euch, Jungs? Also das nächste Mal machen wir nur einen. Nur einen Job? Ja, es reicht. Drüber Haufen, ja.